France Bleu Elsace. France Bleu Elsace, immer im Slos, immer Elsace und dort sind wir hier für euch alle zusammen mit verschiedenen Gästen, die hier im Studio sind. Zum Beispiel heute, wir haben vorher ein Konzert mit Simone, der Eric Constance, wie bei uns ist. Ihr könnt ihn sehen auf francebleuelsace.fr. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, ihr seid geschichtbegeistert vom Elsace. Ja. Und hauptsächlich vom Ländl im Elsace. Das ist sein neuer Ländl. Ja. Und das hätte ich nicht gelangt. Ihr habt gedacht, wenn es ein neuer Land so schön ist, gibt es Eriks auch etwas Schönes, wie es selber ist. Und das hat er auch gefunden auf der anderen Seite vom Rhein. Ja, und das ist fast der Zufall, denn ich kenne schon längere Zeit Lied von der anderen Seite, besonders der Gerd Birsner und Ingrid Birsner-Peder und viele andere. Und wir haben da oft von ihrem Hannoverland geredet. Das ist ja das Hannoverland, wo sich so am Rhein entlang zieht, von Wildstedt bis Lichtenau. Aha. Und da sind so 30 Ortschaften, die nennen sich Hannoverland. Die zwei Ländle haben über 500 Jahre zusammengekehrt, unter den Lichtenberger vom Mittelalter ab und dann in den Nachfolger, die heißen Hanno-Lichtenberg. Und wegen dem ist es dann das Hannoverland und die beiden Hannover. Aber das wird dann uns vorstellen. Ihr habt noch ein Hannoverland oben und ein Markt sogar, gell? Ja. Das ist am 5. Oktober. Man wird ein bisschen mehr sehen vom Programm ein bisschen später. Und natürlich werden wir in ein paar Minuten auch sehen. Ihr macht den Vergleich zwischen dem Hannoverland in Buxwiller und der Hauenerland im Deutschland. Man wird sehen, ob wir da ein bisschen einen Unterschied gefunden haben oder was sie vielleicht dicht machen, wie wir nicht machen oder wie sie vielleicht selber machen. Das wird uns sagen, unser Gast auf France Bleu Elsace, der Eric Constance, ist hier auf francebleuelsace.fr. France Bleu Elsace. Je t'écris dans nos
Pierre Adassigne mit dem Jean-Jacques Goldman auf francebleu-elsass.fr. 10 bis 10, der Eric Constant ist bei uns im Studio. Fährt heute ihr Land erwähnen im Elsass, aber auch im Ditsche. Und wie sind ihr da angekommen, für euch daran interessieren? Wohnen ihr im heute ihr Land? Nein, ich nicht. Bin nur in Ingwiller geboren und bin aus dem Krumm Elsass. Aber habe viele Freunde im Hannoverland auf der anderen Seite. Und besonders der Gerd Biersner. Und durch ihn sind wir dort auf das Thema gekommen. Und es hat sich da durch Zufall gemacht, dass wir, er und ich, dass wir an dem Zusammentreffen, dass wir da dran schaffen und geschafft haben, dass sie sich ein bisschen mehr kennen. Oh, und du, für das organisieren wir Hannover Uwe und Hannover Land Markt. Wir werden davon reden in ein paar Minuten. Aber ihr seid jetzt in allen zwei Hannover Land gesehen. Ist da ein Unterschied? Oder es sind Sachen, wie sie machen, wie wir auch machen, vielleicht es Traditionen? Es sind Unterschiede, aber es ist viel, viel ähnlich. Ja. Zum Beispiel wenn ich bei der Simon Morgenthaler bin, rede ich vom Rezept vom Hannover Land und es klingt fast wie zwei Tropfen Wasser im Rezept von bei uns. Es sind andere Traditionen, so wie jetzt zum Beispiel die Trochter, der Kappenschlupf. Aha. Der ist ein bisschen anders geworden dann, aber der Ursprung ist da. Die Architektur ist da. Im Dialekt findet man Üstrig, fantastische Üstrig, Ritterritterhose und so weiter. Das geht zu beiden Seiten. Jawohl. Und so viel Ähnlichkeiten. Es ist eine gemeinsame Kultur. Man spürt es, man weiß es nicht mehr so, aber sie ist noch da. Aber für die, die Hannover Land im Ditschen nicht gut kennen, kommen mit. Wir werden erst mitnehmen an dem Hannover Oven. Es ist in Sand, gell, sagt man. Das ist am 5. Oktober und da ist noch der Hannover Land Mark. Ja. Sonntitschland, gell? Sonntitschland, ja, nicht verwechseln. Auf der anderen Seite vom Rhein, gell? Da bin ich einfach nicht. Bei Buchswiller, da finden das nicht. Und da werden wir von dem Hannover Land Markt noch reden mit euch in unserem nächsten Rendezvous. Da kommen auch Künstler vom Elsass. Wir werden mehr erfahren darüber. Noch andere Künstler, das sind Tricks und Duo. France Bleu Elsass. Ich hab ich's los, Glück am Holdowop, glattwand. Da manche Pfeifen wird sauer, lass die Stopfer mit der Sola und klatschen wir vor Ort den Tand. Do ich hab ich's los, ja do ich hab ich's los, Glück am Holdowop, glattwand. Da manche Pfeifen wird sauer, lass die Stopfer mit der Sola und klatschen wir vor Ort den Tand. Krach der Hund, lief an mir miteinander. Kleiner Finger aneinander, mach ein ganz kleiner Schrittle wie die Kinder und wackle ganz fest mit dem Hinter. Doch für richtig Stimmung bringen, die mir alle kräftig singen. Da ist etwas los, ja, da ist etwas los, lüge mal, du wackle Band. Da manche Teufel wird's erholen, lass dich stampfen mit der Sola und klatschen wir verrückt den Tand. Du ist etwas los, ja du ist etwas los, Glück am Holdowop, glatte Hand. Da manche Teufel will's erholen, lass dich stampfen mit der Sola und klatschen wir verrückt den Tand. Alle drei sich im Kreis schien um, wer hat doch gesagt, das ist mir nicht drum. Wir sind da für uns richtig amüsieren und haben keine Zeit mehr zum Verlieren. Doch für richtig Stimmung bringen, die hat mir alle kräftig singen. Da ist etwas los, ja da ist etwas los, lüge mal, da war glatt Wand. Da manche Teufel will's erholen, lass sich stampfen mit der Sola und klatschen mir verrückt den Tand. Ich bin los mit dem Trixon-Duo. Ich bin los auf francebleu-elsass.fr. Du wie Liedle auf Elsass ist da, singen und spielen, gespielt waren, gell, natürlich. Und die genießen jeden Tag auf ihrem Sender auf Elsass ist. Auch mit der Applikation France Bleu, gerade runterzuladen, kostenlos. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Aujourd'hui, bonjour Jonathan. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, Nolle.
Alors, vous nous emmenez où aujourd'hui, Jonathan ? Alors, on vous emmène dans le Heuneuer Land, mais pas n'importe lequel. Il y en a en Alsace, près de Buxwiller. On va skipper un rimtitsch. Und do rete Martafun mit dem Eric Constance, wie bin uns ich. Bonjour, Eric. Bonjour. Eric, Heuneuer Land, hive und rive, wie over zusammen miteinander, ebs feiern, zum Beispiel, du am 5. Oktober schon einmal ein Heuneuer Ove und du kommst in Alsace auch. Ja, ja, ich denke, wir kommen. Sie kommen hoffentlich. Und da kommen auch Künstler aus dem Alsace. Da wird auch noch zum Beispiel der Dede Flick, der hat noch einen drauf, der Cowboy. Cowboy. Ja, und es gibt auch noch einen Film über Spider Hanno, der gemacht ist vom Gerd Biersner. Der ist auch vom Hanauer Land. Und andere Künstler rausgehen und die zeigen mir alle zwei Hanauer Ländler. Das ist in der Festhalle. In Sonn, der Ortsteil von Wildstedt. Es lädt an der B28. Im Dietsche also, für den Heuneuer Ove können alle kommen, ist es frei? Können alle kommen, es kostet ein bisschen Eintritt, natürlich, ja. Weil der Umkosten. Und es kostet 10 Euro an der Ovenskasse, aber es lohnt sich, denn es ist etwas los. Für einen wunderbaren Ove auf Elsässisch und auf Dietsch verbringen. Und für die, wie das gerne haben, der Heuneuer Land, da gibt es auch einen Markt, aus dass man die ganzen Produkte findet. Und das ist in Kehl an dem Wochenende auch. Genau. Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag in Kehl ist der Hanauer Landmarkt. Das ist der zweite. Wichtiger, der ist ganz schnell wichtig geworden. Und da kommen auch Elsässer Exposants von bei uns, das Artisans, wo schöne Produkte machen von bei uns. Kommen Künstler. Der Serge Rieger tritt auf. Der Gruppe Folklorik von Overmodern ist auch da. Und verschiedene andere. Eine junge Harpiste ist der Geld von Buswiller, kommt an. Und dazu haben wir eine schöne Exposition gemacht über die Geschichte von den zwei Hanauer Ländlern. Und die ist in Open Air. Ganz groß auf Barrière de Chantier. Also hoffen wir, dass es schön wird, wir kennen uns viel kommen und dem Wochenende wird viel wissen, vielleicht nicht einmal nicht Elsässer, dass es auch ein neuer Land gibt im Deutschland, aber das wird es also entdecken in Kehl und dem Marik. Wie ist der Marik gesagt? In der Stadt, überall so am Marikplatz so, ja. Und in der Fußgängerzone, da kann man nicht irrgehen. Und da gibt es aber auch gute Sachen zum Essen, wie sie dort machen, so Produzenten wie du wirst. Ja, es ist auch Elsässer, wo wie Flamm Küche macht, gell? Und auch Elsässer Produkte, wo sich da präsentieren. Und natürlich vom Heuneuer Land im Ditsche, da haben sie auch Spezialitäten, wie sie uns werden versuchen machen. Hervé, les courses, il faudra donc les faire ce week-end au Heuneuer Land Marik à Kehl, samedi et dimanche. Et sinon, vous pourrez toujours danser au Heuneuer Ove à Sonth, en Allemagne, puis Wildstedt, pour passer une très très belle soirée alsacienne et allemande pour l'entente franco-allemande, c'est bien ça? Très bon programme. Sinon, moi, je serais plutôt du côté de Weil am Rhein, mais ça restera l'Allemagne quand même. Merci, Jonathan. Très bonne journée à vous sur francebleuelsace.fr. France Bleu Elsace. Eric Constance, bleibe sitzen. Ihr werdet noch mit Simon das Rezept machen, die Spezialität, gell?